Sie ist Sprecherin für Umweltpolitik der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, und ist Mitglied des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt sowie im Ausschuss für Europa, Bund und Medien. Frau Gebel stellt uns, wie gesagt, einen Ausblick, einige Möglichkeiten nochmal vor, wie man zu noch mehr Abfallvermeidung kommen könnte, und betont, welche Rolle die Politik dafür spielt. Vielen Dank, Frau Gebel. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die ganzen tollen Ideen und Projekte, die es schon gibt im Bereich Abfallvermeidung, Mehrweg, Recycling. Die, glaube ich, mit einer entsprechenden Unterstützung durch die Politik noch viel stärker auch in die Breite getragen werden könnten. Und dazu wollte ich jetzt noch was sagen. Ich wollte aber mit einer kleinen Anekdote in Anführungszeichen anfangen. Sie haben das vorhin auch kurz angesprochen. Also ich bin in den 80er Jahren bin ich aufgewachsen in Schwäbisch Hall, das ist in Baden-Württemberg. Und bei uns war es immer üblich, dass wir auf dem Markt eingekauft haben. Als mein Vater mit dem Fahrradanhänger, das gab es damals auch noch nicht so viele, auf dem Markt runtergefahren. Und dann haben wir unsere so eine Plastikdose, die haben wir dann über den Marktstand gereicht und haben dann den Aufschnitt reinbekommen. Dann haben wir unsere Jutebeutel beim Obststand drüber gereicht und haben dann unser Obst rein, den Salat rein. Und das hat funktioniert. Da gab es kaum Verpackungsmüll. Unsere Restmülltonne, da gab es noch nicht den gelben Sack, die war nur ganz wenig gefüllt. Und also wir haben damals schon original unverpackt eingekauft, sage ich jetzt mal. Das ist aber irgendwie in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben. Und das, finde ich, muss man sich auch immer noch mal vor Augen führen, dass das halt auf der Strecke geblieben ist. Und es ist auf der Strecke geblieben, trotz Verpackungsverordnung und dualem System. Und es ist auf der Strecke geblieben, trotz Kreislaufwirtschaftsgesetz und Deponieverbot, was es seit 2005 gibt. So, warum ist das jetzt so? Das kann man jetzt auch nicht so einfach erklären, aber ich wollte da noch mal einen Punkt so ein bisschen auch noch mal in die Diskussion mit reinbringen. Es ist ja absurderweise billiger, Erdöl oder Eisenerz neu zu fördern, als zu überlegen, wie ich jetzt das Produkt anders verpacke oder das Produkt anders designe. Also es gibt eine absolute Entkopplung von Rohstoff und all den ökologischen Folgekosten, die es hat, wenn ich jetzt den Käse oder die Gurke im Supermarkt in Plastik einspeise. Und man muss sich da, finde ich, auch noch mal vor Augen führen. Wir haben vorhin über Pig Oil gesprochen. Also das Öl braucht Millionen von Jahren, bis es da als Rohstoff zur Verfügung steht. Dann wird es noch häufig in Gegenden abgebaut, gefördert, wo man da Regime unterstützt, die man vielleicht nicht unterstützen möchte. Also das heißt, wir sind hier auf einem globalen Markt und trotzdem geht es irgendwie immer ums Geld und um die Bequemlichkeit. Also so, ich finde, da muss man auch ein bisschen die Sache nochmal neu ordnen. Also das heißt, wenn wir hier was ändern wollen, dann brauchen wir eigentlich einen globalen System-Change. Wir müssen eigentlich die Produktion ökologisch ausrichten, die Rohstoffpreise ehrlich machen, die Zulieferketten verändern. Also es ist ein ziemlich großes Rad, was man da dreht. Das haben Sie ja auch vorhin nochmal gesagt, dass eben Abfall eigentlich da an der, wir reden eigentlich über etwas, was an der falschen Stelle steht und was man eigentlich ändern müsste. Aber ich würde sagen, ist es eigentlich schon auch der richtige Ort, um das zu diskutieren, weil bis ein globaler System-Change kommt, da wird hier, glaube ich, noch einiges an Plastik und an geplanten Verschleiß und so weiter über die Ladentheken gehen. Und wenn man sich anschaut, was Deutschland eigentlich auch machen könnte in der Abfallwirtschaft, nee, umgekehrt, das auch, was es sich könnte, aber wenn man sich anschaut, was Deutschland in der Abfallwirtschaft unter dem Aspekt der Abfallvermeidung passiert, dann ist da auch wirklich noch ziemlich viel Raum nach oben. Der System-Change, den können wir vor Ort jetzt auch schon schaffen, und die Abfallunternehmen sollte man da, und da ist eben einfach auch eine Denkveränderung notwendig, zum Dienstleister umbauen, die Müll nicht nur entsorgen, sondern auch relevant reduzieren, obwohl der direkte Benefit in der Geschäftsbilanz nicht sichtbar ist. Und wenn man sich nämlich anschaut, wie aktuell mit Müll umgegangen wird, dann läuft das zumindest so, also ich bin ja Berliner Landtagsabgeordnete, deswegen Berlin ist ein Land und eine Kommune, da kenne ich mich ein bisschen aus. Der private und der kommunale Entsorger enttun sich da auch ehrlich gesagt nicht viel. Die gucken sich die Tonne an, die sie einsammeln, Restmüll, Verpackung, Bio und so weiter. Dann schauen sie sich die Quoten an zur stofflichen Verwertung, die erfüllen sind oder die eben nicht zu erfüllen sind in den meisten Fällen. Und dann schaut man sich an, was am besten ökonomisch verwerten lässt. Je nach Marktlage ist das manchmal Recycling. Aber sehr oft ist das die konkurrenzlose Verbrennung. Das ist schnell, das ist
bringt einfaches Geld und das ist gut für die Bilanz. Und wenn man die Abfallhierarchie ernst nimmt, dann würde es anders laufen. Dann würde ich mir anschauen, wie viel Müll habe ich denn? Dann definiere ich mir Ziele zur Reduzierung, zur Verwertung, die ich dann verbindlich umsetzen muss. Die Kommune macht dann Pläne, mit welchen Maßnahmen sie das Ziel erreichen möchte, trifft sich dann mit Leuten, die da engagierte Ideen haben, wie zum Beispiel der Tütle oder original unverpackt oder, und überlegt sich dann, wie erreiche ich diese Ziele als Kommune oder als Land, und dann setzt man diese Ziele um. Dann kann man auch überlegen, wo muss ich vielleicht auch mal bei Investitionen helfen. Also Sie haben das ja vorhin auch dargestellt, es ist auch nicht so einfach, jetzt, sage ich mal, ein neues Produkt zu entwickeln, da steht ja auch Geld dahinter. Da bin ich auch der Ansicht, da muss man auch als Staat sagen, da muss ich jetzt auch mal Investitionen in ökologische Zukunft stecken. Und Herr Fabian hat es ja auch am Beispiel von Ljubljana gezeigt, dass das eben auch eigentlich kein Nischenbusiness ist, sondern dass Ljubljana da wirklich auch die Stadt umstellt, um den Müll relevant zu reduzieren. Das ist die Hauptstadt von Slowenien, die da diesen Weg geht, und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, was man da auch zitieren kann. Aber leider ist Abfallvermeidung hier immer noch eher die Nische und nicht die Norm. Und was muss sich dazu jetzt eigentlich ändern? Also was muss sich ändern, damit Abfallvermeidung und damit auch Ressourcenschonung einen wichtigeren Stellenwert einnimmt? Denn das, was Benjamin Bunker, der jetzt hier leider weg ist, ganz am Anfang gesagt hat, das kann ich aus der Praxis auch nur bestätigen. Wenn man Abfallvermeidung anspricht, dann wird man belächelt, es spielt in der Geschäftsbilanz ja kaum eine Rolle, es spielt insgesamt kaum eine Rolle. Und bei uns in Berlin, da gibt es die Länder können ja Landespläne, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen, die Länder können ja Landespläne zur Abfallvermeidung aufstellen. Das haben wir in Berlin nicht gemacht. Wir sagen, der Bund macht das ja alles ganz toll. Die BSR setzt eher stark auf die freiwillige Selbstverpflichtung des Handels. Und ich finde, spätestens seit VW und Dieselgate ist die freiwillige Selbstverpflichtung, ehrlich gesagt, ein totes Pferd, auf das man nicht setzen sollte. Es wird immer auf die Bundesgesetzgebung gesetzt, die ist aber eher schwach bis widersprüchlich. Und deswegen sage ich, Zero Waste muss zum Leitbild von Kommunen und der Abfallwirtschaft werden. Abfallvermeidung muss von einem Soft-Thema zum Hard-Thema werden, und das geht nur mit festen Quoten, die vorgeben und die beziffern, wie viel Müll vermeiden werden soll. Dann hat nämlich jede Kommune und jedes Land den klaren Druck, einen Plan zur Vermeidung zu entwickeln. Und die Projekte, die jetzt auch hier vorgestellt worden sind, kann man dann bündeln. Die Diskussion, die wir jetzt gerade haben in der Abfallpolitik, dreht sich ja um das Wertstoffgesetz, das haben Sie ja vorhin auch nochmal erwähnt. Und das ist eigentlich eine große Chance, die aber in der Hinsicht leider nicht wirklich genutzt wird. Denn momentan liegt die Diskussion um das Wertstoffgesetz einzig und allein auf der Frage, ob das jetzt die kommunale Vorherrschaft ist oder ob das jetzt das duale System macht oder wer jetzt auf jeden Fall die ganze Ausschreibung organisiert. Und das ist auch eine wichtige Frage. Ich möchte ja auch nicht in Abrede stellen, das habe ich ja vorhin auch gesagt, das duale System hat das wirklich versäumt, die Verpackungsanteile relevant zu reduzieren, und hat da einfach das Versprechen, was es gegeben hat, überhaupt nicht eingelöst. Aber ich möchte an der Stelle nochmal die Lanze brechen und vielleicht auch hier in dieser Runde, wo Sie alle Lobbyisten für Abfallvermeidung sind, das da auch nochmal erwähnen, dass ich glaube, wenn man im Wertstoffgesetz regelt, dass Wertstoffe geschützt werden müssen und nicht verbraucht werden sollen, das heißt also, wenn man im Wertstoffgesetz neben den Quoten zur stofflichen Verwertung auch was Handfestes zur Vermeidung und zum Mehrweg schreibt, dann wäre das, glaube ich, ein Systemschange, den wir brauchen. Und dann müssen nämlich die Rewes und die Lidls und Edekas dieser Welt umdenken. Und das ist, glaube ich, das, worum es auch geht. Das wäre die Chance, die Ideen und Projekte, die wir heute Abend gehört haben, noch stärker in die Breite zu tragen. Und wenn jemand fragt, warum, dann sollten wir einfach sagen, because it's 2015.